versiert, penetriert alles. Jawohl, jetzt bin ich wieder im Element. Das ist dann nochmal eine andere Stufe, noch schlimmer. Komplett aus dem Leben verschwinden. Ne, wieso? Es gibt ja auch RP im echten Leben. Das ganze echte Leben ist RP. Geh doch mal in die Arbeit. Hallo, wie geht es dir? Na, oh, schön, dass Sie wieder da sind. Oh, toll. Okay, na klar. Ich gehe nach meiner Arbeit nach. Trinken wir nach einen Kaffee? Na klar, sehr, sehr gerne. Im Kopf denkt man sich, so eine verfickte Hure, mit der will ich gar nichts trinken. Aber ich bin hier in der Arbeit, muss machen Grins. Na, hättest du gerne. Oh, hoffe ich trinke den Kaffee mit mir. Sankt. Schluck ich beim Kaffee trinken. Das ist ja auch RP, immer RP in der Arbeit. Als ob jemals sein wahres Gesicht irgendwo zeigen würde. Ja, doch, schon. Also, kenne ich nicht. Also, mir war das egal, ich habe immer den Gags raushängen lassen. Scheißegal, wo ich bin, war immer echt und real. Ja, solltest du auch. Und also, das weder in Beziehung noch auf der Arbeit. Ich empfinde das, ich habe das. Oh, hier, ne, kleines Mädchen. Und dann verstellen und das. Gar geht keinen Bock. Gar keinen Bock. Eine Woche gut, zwei Wochen gut und dann wird das anstrengend. Das ist, wollte ich gerade sagen, das ist also, so anstrengend. Da war ich sehr jung noch, muss auch dazu sagen. Ja, aber das macht man halt manchmal so. Da waren die Kuschen noch so. Aus Holz. Ein bisschen Kuschen. Ja, der war ja noch, ein kleines Holz war da hinten. Ich meine. War die Puppe noch aus Holz? Stimmt, da war Gummi noch aus Holz, die Puppen, klar. Nee, das ist anstrengend und das bringt auch bei der Arbeit. Na, sicherlich gibt es so welche, aber ich kann das nicht. Oder dann vor dem Chef und so eine Scheiße. Alter. Das ist wurscht, wenn ich verstört, sage ich es halt. Also, wenn's mir was gefällt, sage ich es auch. Verstell mich hier. Ja, du bist halt der Technikus. Wir sollten jetzt hier RP machen. Machen wir doch die ganze Zeit. Ich bin der Rennfahrer, der Blödsinn labert. Ja, wir machen Mittelalter-Rennfahren. Oh Gott. Sire. Ey, das ist das Schlimmste, was ich kenne. Das haben sie immer früher gemacht im WoW, im RP. Stehst daneben, denkst du dir, Gott, da muss ich mir einen Kopf fassen. Also ich habe da schon sehr lustige Momente erlebt gehabt, wo ich glaube, das war bei Herr der Ringe oder so. Glaube ich, dass das neu war. Da stand ich irgendwo am Straßenrand und war irgendwie am Einstellen Grafik oder ich weiß nicht mehr. Und dann ist einer stehen geblieben und seid ihr ein Wegelagerer? Oh Gott, klar stechen. Was treibet ihr hier? Also Kurt, es ist schon auf eine gewisse Art unterhaltsam. So wie halt GZSZ-mäßig. Ne? Also technisch hätte dir sofort erstochen. Es gibt Gutes und es gibt Schlechtes. In dem Wegelagerer, zack. Ja. Und wir haben bei WoW jetzt nicht voll RP gemacht, aber das war schon so mit Aufnahmeritual und Zeremonie und wenn jemand befördert wurde. Das war schon so Ingame-Events, fand ich cool. Naja, was soll ich sagen? Ich habe sogar WoW damals geheiratet, ne? Was? Na komm, ja, da. Ja, gib's doch zu. Nicht ein Silbermond auf dem roten Teppich, niemals. Ich doch nicht. Ich hab nichts gesagt, ich hab vermutet, dass sowas funktioniert. Komm, pack mal die Screenshots aus. Eine schöne Blutelfenjägerin. Zumindest war es im Spiel schön. Ich dachte, du bist eher so der Eul-Typ gewesen. Das war zu Classic-Zeiten noch. Classic BC oder so. Und ich war im Krieg, untoter Krieger. Mit so einem richtigen Buckel da. Mein erster Char war untoter Krieger, sonst bin ich immer Paladin Main gewesen, jahrelang. Aber so, dann. Das Ruhestein, ne? Ja. Weißt du, wo die Flitterwochen waren? Im Ungoro-Krater. Ja, nee. In der LSD-Höhle. Das wäre mir lieber gewesen. Das ist geil, ja.
Da, wo nur die Dudos direkt hinporten können. Wie heißt das? Mondstein, Steindings da. Ach so. Weiß nicht mehr. Oder so hieß das? Papst verdrängt. Ja, ach so, das heißt, du bist auch noch deiner Rasse treu geblieben. Nee. Wieso? Und Tote und Blutelf ist was anderes. Stimmt, deiner Klasse, so, ja. Auch nicht, Krieger und Jäger. Wie kommt der Krieger dann danach? Kannst hinfliegen. Kannst du mal hinfliegen. Kannst hinfliegen. Ja, aber Chris, der konnte man doch nicht fliegen. Was ist das für Quatsch? Gehst du bei Winterquell hin? Gehst durch Winterquell durch? Durch den Ding? Klar, kommst du da hin. PC? Classic? Keine Ahnung. Klar, gehst du da hin. Nicht du fliegen, du tust halt der Windreitmeister fliegt rein. Da war schon zu spät, als das eingedeutscht wurde. Für mich gab es noch Goldshire. Für mich gab es nie Goldshire. Das war für mich zu blau. Ich wollte eher rote Sachen sehen. Ja, ich war immer blau. Ja, das ist, ja, hört man ja. War, was heißt war? Ja, war ich wirklich. Immer schön als Hexenmeister hinten, letzte Reihe. Nur ein paar Dots. Da musst du immer noch nicht so viel machen. Sechsmal. Da ist das nicht so aufgefallen, wenn man Scheiße baut. Aber du musst doch Seelensteine farmen, immer vom Ding. Vom Raid. Ja, das. Mann. Ich kann aus dem Auto nicht mehr rausholen, so wie es ist. Probier, aber es rutscht in allen Belangen. Egal was ich mache, es rutscht einfach. So ist das der Chord, wir haben alle mal Fehler gemacht. Ich finde, das war kein Fehler. Also, nee, das gehört dazu. War damals so. Gehört da damals dazu. Für mich war das, oder ist es immer noch ein Meilenstein in der Computerspielgeschichte. Ja, und da jetzt alles nochmal kommt, kannst du nochmal die Meilensteine erleben. Oder die Ruhesteine. Mit allen negativen Seiteneffekten, die das gemacht hat. Ja, du warst ja auf der blauen Seite. Klar, dass es negative Sachen gab. Aber ich sag dir, kennst mich ja, das Schönste daran war der Anfang, da naiv ranzugehen und keine Ahnung zu haben. Ja, ich ja auch. Klar, ich habe mich nie irgendwie informiert am Anfang. Wozu denn? Ne. Erst später nur, als es dann ab Lich King oder so dann, alles dann ernst wurde, das Leben. Als man es dann anderen beibringen musste, dass man dann eigene Gilde hat, musste man sich informieren. Da gab es ja dann nur die Farmhöhle, wo man sich erstmal entsprechendes Gear holen musste, damit du die kleinen Instanzen mitrennen kannst. Naja, egal. Ja, 26.09. Lich King, auf geht's. Lich King. 4 bis 6 Wochen vorher kommt ein Repatch raus. Mit dem berühmtesten Event, was es jemals in WoW gab, finde ich. Nach Ankerai vielleicht. Oder mit Ankerai zusammen. Der Angriff der Geisel, glaube ich. Und hat dann 50% mehr XP. Man kann schon leveln. Episch war als das Tor zu Burning Crusade. Ja, okay, da habe ich so Gänsehaut gehabt, immer noch. Wenn ich da durchgehe, also ich habe auch immer Screenshot gemacht mit jedem Char, wo ich durchgegangen bin. Für mich war das episch. Episch, Gänsehaut, stehst davor und dann gehst du da durch. Und Katka guckt und winkt. War bei uns nicht ganz so einfach, weil die Horde dann auch da war, ne? Und also richtig. War trotzdem Spaß gemacht. Die Masterstein. Remaster, wie heißt das überhaupt? Ist das nicht Classic? Das heißt doch Classic, oder? Irgendwann kein Remaster-Ding.
Das Auto rutscht einfach die ganze Zeit. Ich komme hier nicht irgendwie weiter. Ich kann die Zeiten fahren, vielleicht leicht verbessern, aber stark verbessern. Die 0,7 kann ich so nicht so einfach. Eine Menge Zeit gekostet. Komplette 0,3. Ich war ich vorne. Ich kann halt nicht schneller die Kurven fahren. Das finde ich so geil, Techni. Mit einem anderen Auto versuchen, an die Scheiße ranzukommen, die man mit dem alten Auto gemacht hat. Ja. Obwohl es ganz anders was erfordert, keine Ahnung. Ich nie. Darf ich eine Sicherheitsrunde fahren? Nur so als Spaß? Bist du mir böse? Super. Nee, okay. Also ich werde diese Zeit niemals schlagen, die ich mit meinem Auto gefahren bin. Naja, erst quatschen. Und dann liefern. Und das ist halt einfach so geil. Man gibt sich auf, und aber man sitzt doch im Auto, man kann ja nicht einfach stehen bleiben, muss einfach weiterfahren. Und ich habe auch gesagt, als ich schon auf der Zielgeraden war, weißt du? Nicht, dass ich dann verkacke noch. Fahr mal da los, wir sehen, was du da machst. Wie meinst du? Ja, fahr mal los da. Zugucken, was? Damit ich sehe, wie du die Kurven fährst, sonst was lerne. So, ich baue die ganze Zeit nur Mist, also. Kannst du, glaube ich, bei einer Runde nicht beurteilen. Hä, hey, was ist denn das? Ich krieg dann noch einer Zeit was. Einführungsrunde, ne? Mhm.
Bell halt hier. Die Streifen da, ich hab mich da so aufgedreht. Ja, auch. Und immer, und ich rutsche immer so tick 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 in die Kurve da manchmal. Kurz trinken holen. Zurückgerollt. Kommt raus auf den Füßen. Dritten hast du da, okay. Ja, nicht immer. Ich habe das schon im vierten versucht, aber... Du springst du manchmal. Drittes ist halt sicher der sichere Weg. Okay. Jetzt bin ich in den nächsten Kurven gespannt. Die, okay, sehr, sehr eng gefangen und dann trotzdem rausgekommen. Cool, Mann. Nice. 121. Ja. Und Zeit kaputt. Echt, bei meiner vorletzten Runde war ich, habe ich so Zeit eigentlich fast verloren, kaum verloren. Okay. Und die da jetzt? Bin ich aber gespannt. Ja, aber mein Spoiler ist auch defekt, ne? Ich habe mich gerade eben an die Wand gefahren. Vorne und hinten. Hab ich gesehen. Du warst sogar trinken wollen. Ach so. Warte mal, ich fahr mal eben. Ach komm. So. So 28 Runden habe ich gebraucht. Hey Dave. Bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Und auf Techni auch. Wir haben beide geschafft, heute unsere Zeit zu gestern noch mal mindestens eine Sekunde zu verbessern. Vielleicht sogar noch mehr. Und jetzt habe ich sie. Und jetzt habe ich sie nochmal verbessert, die Zeit. Next Entran. Um. 0, irgendwas. 0,56. Mit einem Auto, wo ich mich, wo total beschissen immer rutscht, aber ich hab's trotzdem gemacht. Packen? Na ja, einfach leicht mit Kleid, oder? Ein, zwei Unterhosen, fertig. Immer mehr T-Shirts als Unterhosen einpacken. Achso, wann geht's denn los?
ich mal ein, zwei Kurven an Zustandspause gar nicht offen. Okay. Cool. Freut mich. Hoffentlich, dass das Fieber nicht aufhört, Alter. Kannst du nicht vorstellen. Ich sitze hier Tag für Tag immer Fieber. Ich muss mal nochmal was in meinem Po schieben, Fieber messen. Ja, dann wünsche ich dir gute Fahrt und viel Spaß, Stroyer. Ja, von mir auch, Dave. Lass und angel dir ein paar Chickas da. Viel Spaß. Und lass dir Zeit beim Zurückkommen, wir müssen noch üben. Ja, tut mir leid. Hast du geschafft eine gewisse Zeit? Ich muss wohl nochmal neischwitzen, ne? Ich rauche jetzt erstmal eine. Bist du perfekt? Ich hab jetzt nicht so aufgepasst. 0,0009, ja beste Mann. Aber ich sporn dich an. Ich sporn dich an, schau mal, wie toll. 0,0009. Perfekt? Ja. Und ich habe jetzt nicht hingeschaut, wie du gefahren hast, weil dieser Dave mich abgelenkt hat. Seine Drecksau. Zum Glück ist er eine Woche weg. Was ist dann, Dave? Brauche Erholung. Vierte, sehr vierte. Hoffentlich holt er sich einen ordentlichen Sonnenbrand. Oh nee, jetzt kommt Exzenter. Scheiße, die Zeiten sind verloren. Oh nein, jetzt. Oh nein. Oh je. Oh. Jetzt kommt er wieder mit 10 Sekunden Vorsprung. In der ersten Kurve. Ja, am Pool aufbauen, Dave. So, Xenti, wie geht's dir? Ich hoffe, alles okay. Roger bei dir. Schön, dass du da bist. Hi, Xentran. Geil, man, freut mich technisch. Schon mal auf Ansage. Ich schau zu, ich sehe, wie du fährst. Ich habe nicht aufgepasst und dann... Ne, du musst jetzt uns zeigen, wie es wirklich geht. Ich habe heute schon so viele wilde Theorien aufgestellt. So wilde Theorien aufgestellt heute. Dave, egal wo, Hauptsache du kannst die Mädels damit beeindrucken draußen. Etwas müde, weil wenig geschlafen. Man hat wieder einen Arzttermin. Eine Lungenhälfte sich etwas erholt, die andere noch nicht. Bisschen erschöpft, aber passt. Soweit so gut. Genau. Und die Anaconda ist eh dabei. Das passt ja. Bis dann, Dave. Bis dann. Schleicht ihr endlich. Guten Flug, gute Reise. Schleicht ihr endlich hier. Viel Spaß mit dem Bot. Schön eincremen immer. Und denk an Autan. Immer schön einölen. Hä? Vergesst die Gleit... Also, ja. Jetzt schon mal Profi hier. Ja. Klar, dass du dich mit Gleitcreme einölst, damit du dann ja. Vom Strand ins Meer robben kannst. Lutscht voll in der Liege. Hui! Ist aber eher paniert, glaube ich, dann. Ja, geil. Geht hier wieder ab im Wasser, kein Problem. Oh, mit 133 im dritten. Geht sogar im zweiten hier? Fährt so eng oder was? Jetzt lass ihn doch erstmal fahren, das ist die erste Runde. Das ist eine Scheißegal, der ist Profi, der fährt immer richtig. Ja okay. Okay. Dritter mit 116, okay. Ja, da muss man schon Gas loslassen, das ist krass. Der sieht unsere ganzen Spuren, da ist so peinlich. Ja.
Wir sagen einfach, es sind seine Fälle. Wir haben jetzt da reingeschwitzt seit 2 Stunden. Und dann macht das jetzt in 4 Minuten 50. Ja, das ist mein großes Vorbild. Jetzt ist Delphin nicht weg, jetzt kommt Central, weißt du? Zentren hat mir schon sehr, sehr viel geholfen über die ganze Zeit. Mit Dave Zentren halt auch. Zentren sich auch mit Setup einstellen aus. Da, warte. Das weiß ich nicht. Stimmt. Bitte lassen wir erstmal gemütlich fahren. Über Rumpeln nehmen wir nicht. Bestimmt Feierabend, fährt ein paar Runden. Eben, kann man entspannen, ne? Mhm. Aber ich hab wieder keinen Sound, ich höre nur die Curbs. Ich höre zum Glück. Okay. Dritter 135. Okay, da im zweiten so eng fahren oder was? Krass, Mann, nie gemacht sowas. Da hast, bei ihm ist die Kurve, ist das ja fast eine Gerade, bei mir ist eine Kurve. Zweiter da auch? Ich weiß, gut, der Porsche ist anders als mal eins zu denen. War die da im dritten? Oder ist das der alte Porsche? Ne? Das ist der eigentlich auch gefahren. Das ist der neue. Ich hoffe, es ist okay, dass wir dich bewundern, Xentern. Dass wir dich anbieten quasi, weil du einfach toll machst. Aus der Ruhe. Der ist Profi, der kann im Gras fahren und gleichzeitig. Der kann im Gras fahren und gleichzeitig grinsen und sich freuen. Zweiter. Und so eng an der Wand. Zweiter, und dritter. Okay. Oh, da hat der Z schon eine 1,44 gefahren. Das gibt's doch. Ja, hat doch gesagt, der Crew Chief. Achso, nee, warte, Entschuldigung. Doch. 144. 144. Unglaublich. Da müssen wir hinarbeiten, Technik. Das ist unser Ziel. Ja. Irgendwann, dass wir Technik dran sind oder Xen-Gags. Ja, dann ne, einfach einen Server joinen, wo 2 Noobs sind, die sich bei 3 Stunden abkämpfen, einmal eine Zeit. Ich finde das schön. Da sehen wir unsere Zukunft. Ich mag das. Was wirklich harte Arbeit und viel Trainieren bringt. Zweiter Gang ist Caster, oder? Yes. Schade, dass er immer noch kein Headset in seinem Rig hat. Ich würde das gerne auch wissen, warum er die Kurven so fährt. Hat halt gar keine Ruhe mehr für dir. Ja, deshalb ist halt, ich bin halt sein Fanboy, weißt du, ich meine. Technik, Xenti würde ich jederzeit mein Herz schenken. Mhm. Ja, klar. Das war der allererste Follower in meinem Kanal. Ich fahre auch weiter. Warum Schiedsrichter sein, wenn man selber spielen kann? Wenn sich ein Ruhestand begibt. Ui. So, ich lasse ihn aber noch. Nice. Schön, Xenti. Coole Gefahr. Sehr geil. Das
mir eine Ehre, Sie zu kennen und so viel Qualität auf diesem Server zu sehen. Nicht wie die letzten 2 Stunden. Nur Haufen Elend. Oh, nee, es reicht. Wir haben ja Spaß. Ja, was Spaß. Sonst würden wir ja nicht so reden, weißt du? Ja. Ach so, bei mir mit dem Porsche auch, dann habe ich das Setup vom Techno übernommen und dann war alles okay, dann gab es kein Glatt mehr. Soll ich das mal geben? Dann war kein Glatt mehr. Ich gebe dir mal das, was ich gerade fahre, Akzent dran, oder euch, dann könnt ihr das mal ausprobieren, gucken, was da dann für Zeiten. Ach so, meinst du die Charakteristik der Strecke so ein bisschen? Bodenwellen und Unebenheiten. Habe ich gar nicht gesehen, wie er die vorletzte Kurve gefahren ist. Das Auto, mit dem ich jetzt fahre, komme ich jetzt auch nicht zurecht. Ich versuche schon ein bisschen was im Setup rumzubasteln hier. Xenti ein bisschen Reifendrücke zu verändern. Bremsbalance und Flügel zu verstellen. Aber mehr kann ich halt auch nicht. Ich habe da so viel verloren, dass ich in den zweiten Gang gegangen bin gerade. Ich bin mal in den zweiten Gang gegangen bei der Kurve. Ich habe ja eine Sekunde verloren. Ich rutsche halt immer weg mit dem. Finde ich komisch, Scantern. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. So eng nehmen und dann nachher außen oder eng bleiben. Die vorletzte, die Linkskurve, die lange. Das ist mir immer ein Rätsel. Ich muss mich so zusammenreißen mit dem Auto zu fahren, ich muss so ruhig fahren, das ist halt überhaupt nicht mein Stil so. So komplett, der ist halt so rutschig immer, so. Ist wie der Porsche am Anfang, ohne Setup verstellen, finde ich.
vor der zweiten Kurve fühlt man schon ein paar Unebenheiten. Bei mir schlägt es schon ein paar Mal aus dem Lenkrad. Auch hier, so wenn es bergab geht, tut, 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 tut. Aber nicht so viel wie bei anderen, glaube ich. Ach nee, schade. Schaut, aber der ist echt, weiß nicht, wie soll ich das ändern, dass er nicht mehr rutscht so krass. Ich habe zwar damit meine beste Zeit gefahren, aber das ist halt anstrengend gewesen. Und für was hast du dich entschieden? Falls mal den neuen Nissan. Uiuiui. Mal ein bisschen die Strecke sauber machen mit dem Staubsauger. Genau. Gino. Gino ist der Beste hier, nicht Gina. Mensch. Mensch, Fiji, was ist mit dir? Ich bin ja nicht wild hier. Ich bin der Gino Wild. Kommst du auch fahren hier? Versuch's, Xanti, so meine Zeiten zumindest da ranzukommen. An die Zeiten der Noobs.
da. Whoop. Ja, komm. Als ob ich jetzt einen Vorteil gehabt hätte. Ich habe Zeit verloren sogar. Mensch, Gino, was ist mit dir? Ich sagte, ich bin nur am Rutschen, in jeder Kurve. Ich weiß nicht. Bin ich zu schnell, lenke ich zu viel, ich bin nur am Rutschen. Übersteuern, untersteuern, alles. Keine Ahnung. So, aber irgendwie komme ich damit dann doch zurecht, weißt du? Aber ich kann halt nicht so schön wie fahren wie vorher. Hinsetzen. Weil mein Steißbein tut schon wieder so weh. Okay, ich hab mal. Ich weiß nicht, wie er vorhin da mit dem zweiten Gang gefahren ist. Ich kann das nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, 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 ja. So, andere Sitzposition. Oh, okay. Nach hinten gerollt wieder. So, 3 Stunden 50 schon gefahren heute. Beste. Oh, ich roll immer zurück. Ich mach Schluck auf der Hund. Ja, passt doch. Wenn wir so sitzen, dann sind die Pedalen zu weit weg. Ist Taco schon wieder weg? Du slow? Taco ist wieder raus, ja. Weiß nicht warum. Okay. Vielleicht hat er es nicht gefühlt oder ist was dazwischen gekommen? Jetzt ist ja, willst du gerade loslegen, musst du wieder aufstehen, ist irgendwas. Wird hier führen, wenn Hayastar kommt und unsere Zeiten jagt. Dieser Teachi, weißt schon. Ich kann glaube ich so nicht fahren. Meine Pedalen sind gerade viel zu weit weg, aber ich muss mich ein bisschen anders hinsetzen. Weil mein Steißbein so wie, wenn ich nach vorne rutsche, wo es eigentlich okay so wäre, rutsche ich bei der nächsten Kurve nach hinten. Und jetzt schon sogar vorher. Das
Also wenn du Bock hast, Xenti, also den hier testen willst, und daraus willst, bist, oder? Ich finde den komisch zu fahren. Den Huracan. Der McLaren, der war schön. Da musste ich nur Kleinigkeiten ändern. Zeigt dieses Ding auch an, welchem Auto die Leute sitzen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ah doch, das gleiche wie ich. Doch, zeigt an. Das ist die Split-Time. Du bist Nissan erst Lambo. Die Split-Time, links, ganz vorne. Das Zeichen. Das ist die Automarke. So, ja. Bei Relative sehe ich gerade. Ich habe meinen Reifendruck ein bisschen erhöht. Einmal den Spoiler nochmal plus 1. Was habe ich noch gemacht? Und Bremsbalance auf 67, glaube ich. Ich war, glaube ich, auf 69 bei dem. Im anderen Auto habe ich auf 71, bei dem musste ich sie auf 67. Und falls du Lust hast, kannst du mir sagen, ob dir das ganze Display geht. Du hast bestimmt noch so eine App, die mir fehlt. Bei mir zeigt dir das den Gang nicht an. Siehst du das hier? Gang nicht an. Speed und die Umdrehung. Delta Lab und die ganzen Sachen gehen. Irgendein Zusatz fehlt mir noch. Nö, aber ob es bei dir geht. Bei dir gehen alle. Das hat ja, glaube ich, in den Packs nichts zu tun. Das ist dann irgendwas anderes oder so, was bei mir, was irgendwie zurückhält. Keine Ahnung, irgendwelche Apps noch oder irgend sowas. Das ist krass, dass bei ihm die gehen. War schon beim anderen Auto so. Vielleicht habe ich irgendwas deaktiviert. Du hast keine zusätzlichen Apps so sein oder Shader irgendwas noch. Woran kann das denn liegen? Die Displays nicht gehen bei mir. Sehr seltsam. Ich habe ja davor eh das Tablet, das mir das anzeigt, aber ich finde es halt beschissen, bescheiden. Okay, jetzt habe ich wieder nach hinten gehockt. So, Teschny. Ja, was denn? Hi. Yellow flag. Ich bewege mich gerade in meinem Stuhl echt die ganze Zeit. Mr. Yellow Flag hier vor mir wieder. Ja, es ist irgendwie gerade ein sehr ungewohnter Wagen. Macht jetzt hier Platz, Leute. Ach, war, ja. Fahr, ist wurscht, fahr einfach. Alles gut. Ich. Braucht er nicht irgendwie. Ist man gleich mit Centern durch, oder? Mich sonst geblendet im Rückspiegel, diese helle grelle Farbe da. Leader
fängt das jetzt wieder an. Direkt 0,4 verloren. Spannend die Zeit. Ach, nicht verbessern. Gags gecuttet. Gino, ich habe nichts gemacht. Ich spiele meine Rolle hier nur. Ja, Gino, eh? Ja. Gino Straziatella heißt der. Gino von dem Institut Fassanatas. Keine Ahnung, ob ich noch Lust habe, wieder mit dem zu fahren. Es ist so... Ich weiß nicht, was ich ändern muss, dass er nicht mehr so ausbricht. Der Nissan ist echt sehr anders als die anderen irgendwie. Die haben alle irgendwie... komplett anderen Charakter, das finde ich das Geile. Also meiner Meinung nach. Und dann mit denen dann zurechtkommen, hey. Alles klar, Gino. Gino over. Gino Ramponelli. Ja, stimmt. Da hast du recht. Jetzt halt. Das macht schon mehr Sinn.
Vielleicht ist der Ramponelli so ein normaler Name wie Meier Müller und sowas. Ja, stimmt. Und wir? Wir machen uns da die ganze Zeit drüber lustig. Ja, also eigentlich feiern wir es mehr als lustig, aber ja. Ja, wir feiern es, stimmt. Mach mich da auch nicht drüber lustig. Ist doch geil. Ich glaube, übersetzt heißt einfach nur Streckensau, Ramponelli. Ja, der heißt ja nicht mal in Wirklichkeit Ramponelli, oder? Ist das sein Nachname? Ja, den haben wir umbenannt. Heißt er irgendwie Ramponelli oder irgendwie sowas? Ach, der heißt gar nicht so. Ein Buchstabe ist anders, ja, ein A oder so, ne? Ja. Ramponelli oder so ein Scheiß, ja, ja, stimmt. Ramponelli haben wir da rausgesagt. Aber schau, Xenta kommt auch nicht so einfach an seine 1,44 ran mit dem. Mit dem Huracan. Auch dieses Einlog-Wunder. Einloggen, eine Runde fahren, Bestzeit. Wieso geht den Profis auch so? Hättest du den Trick aus so einem Gras fahren, aus iRacing benutzt er? Oder aus ACC den Trick mit dem Querstellen, die Reifen? Ich muss dann nochmal nachfragen, was genau, wie genau das ist. Du kannst du den Sturz anscheinend der Reifen so einstellen, dass er so quer fährt. Und dann tun sie sich ja so total schnell aufwärmen und warm werden die Reifen. Mhm. Und das, so könntest du in echt ja gar nicht fahren. Aber in ACC soll das funktionieren. Okay. Das ist halt immer so eine Sache. Wenn Leute ein Setups basteln, finden sie ja sowas raus, ne? Dann musst du halt erstmal Kunos fixen. Als auch die machen. Weil ja alle sagen, hier, das ist realistischer, das ist realistischer. Jeder hat es mit seinem Ding zu kämpfen. Ja, es ist halt immer, wie es ans Lenkrad vermittelt wird, finde ich. Ne? Weil realistisch, dir fehlt halt das Popometer zum Beispiel. Ich glaube, 99,9% der Leute sind noch nie hinterm echten Auto gesessen, so, mit dem Auto. So wissen die eh nicht, wie es realistisch ist, von daher. Soll sich halt zumindest authentisch anfühlen. Nur DRM ist ja realistisch, ja, auf jeden Fall. Mit Kippschaltern hier. Flügelschalter hier. Achso, DRL-Paketankündigung gekriegt. Morgen? Ja. Schön. Dann kannst du dich hier morgen mal umschauen. Guckste. Du musst dich aber noch umschauen. Ich kann dir mein altes Tracky Air zusenden, ne? Dann musst du dir halt nur irgendwie so einen Vektor oder so holen. Was ist denn das genau? Ist es der Empfänger so wie bei einer Wii U oder was? Was fehlt da was? Ja, was? Ja, das ist die Infrarotkamera. Oh, eigentlich brauche ich es halt nicht. Nicht unbedingt. Ich bin so zufrieden. Gut, dann lassen wir das. Bin auch froh, muss ich ehrlich sagen, nichts extra im Kopf zu haben. Weil ich... Das ist an dem 9 halt cool, weil das ins Headset geht, ne? Das ist ja... Ja, genau, bin das froh, nichts extra im Kopf zu haben, weil durch diese ganzen Pillen, die ich nehme, es drückt der Kopf schon sehr, sehr stark. Sehr empfindlich, sage ich dir. Immer so kurz vor fetten Migräne. Aber wenn man jetzt zum Beispiel kein Headset auf hat, sondern nur so In-Ears, so wie ich jetzt zum Beispiel, weil es angenehmer ist, was macht man denn dann so einen neuen? Weiß ich nicht. Dann hast du auch noch die Möglichkeit, diesen Vektor zu benutzen. Dann musst du dir eine Kappe...